War's das jetzt schon? Er hat doch Stein dabei. Einen Stein hat er dabei. Wie viel brauchen wir unten? Zwei. Nee, ist fertig schon. Ja, geil. Wassermarsch. Endlich Wasser. Hätte sich verkannt, hier werden Eier abgebaut. Richtig so. Und Markus, Dankeschön für deinen verschenkten Sub an Bane. Markus unterstrich der unterstrich Franke schenkt einen Sub an Bane 197.888. Ganz lieben Dank dir. Und dafür gerne Ausrufezeichen. Hype! Wenn das Spiel sowieso speichert. Ist gut. So, wir haben jetzt hier Wasser. 31 im Lager. Was die Information, dieser Brunnen ist versiegt. Baue mehr Brunnen oder verbessere sie, um Wasserkapazitäten und Auffüllrate zu erholen. Baumbewuchs in der Nähe von Brunnen kann zur Verbesserung des Grundwasserspiegels beitragen. Okay. Ups. Jetzt weiß ich, was das Problem hier ist. Wir haben ja kaum Wasserbonus. Ja. Und Kittekadi, Dankeschön! Oh. Vielen lieben Dank auch dir für dein Prime Resub im 11. Monat. Dankeschön vielmals. Was ist denn jetzt los? Da, hier! Ihr Dreisten! Ihr Dreistesten! Oh, jetzt aber. Freunde, so nicht. Da haben wir jetzt echt nicht mit gewettet. Die fressen uns unseren ganzen Weizen auf. Schweine! Also Rehe! So. So, lass uns da mal weiterbauen. Jetzt geht der Mundraub los. Ich glaube, ich brauche hier mal 5 weitere Jäger oder so. Schau mal, was die fressen. 35 Feldfrüchte. Leute, geht's noch? Die ziehen mit ihrer ganzen Familie nach. Was ist denn da los? Gaming. Nee. Das hast du falsch verstanden. Hier gibt es kein Wasser mehr oder wenig Wasserbonus mehr, weil wir die... Also quasi hier, dass hier weniger gibt, liegt daran, dass hier kein Wald mehr ist. Dann trocknet der Boden quasi aus. Das ist auch hier ähnlich. Hier ist auch weniger Wald, deswegen gibt es hier auch nicht so viel. Zweiten Brunnen abbrechen. Ja gut, das ist ja nur der Bonus. Ich würde den zweiten tatsächlich gerne noch nutzen, damit die sich gegenseitig ein bisschen unterstützen. Mal schauen, ob das klappt. Im Zweifel reißen wir ihn wieder ab. So. Das wird schon priorisiert, das ist gut. Das ist der ganz große, den will ich mit 82 Steinen, das ist eine gute Prio. So, wie schaut es jetzt hier aus? Klar, 91 Feldfrüchte schon weg. Was macht der Jäger eigentlich den ganzen Tag? Hier, Nana, was ist bei dir? Was spazieren? Das ist gut. Jetzt los. Nana hat sich erstmal versorgt. Das ist wichtig. Sag mal, jetzt steht auch noch ein Schwein. Ist das hier ein Zoo oder was ist da los auf dem Acker? Mir reicht's. Mir reicht's. Jagdhütte mehr. Wir brauchen hier eindeutige Unterstützung. Der Zaunkönig. Ja. Unser Zaun wird erweitert. Wir werden hier drüben, vielleicht machen wir hier auch nochmal einen Zaun rein. Damit das könnte man allerdings machen, dass wir die Zäune auch zwischen den einzelnen Feldern bauen. Damit die sich schwerer tun, hier reinzukommen. Damit die quasi hier unten erst durch müssen. Vielleicht klappt das. Mal gucken. Ja, jetzt. So ist richtig. Unser Jäger erklärt das hier zur Todeszone.
Nana ist dran. Nana kümmert sich, das ist gut. Ja, das dauert jetzt eine ganze Weile, bis das alles ready ist an der Stelle. Ach, guck mal, unser Markt ist ja auch fertig. Hier gibt's auch, hier gibt's schön Räucherfleisch, Blattgemüse, Räucherfisch, ein bisschen Nüsse, ein paar Kräuter gibt's hier und hier gibt's Goldbarren. Wir haben ja auch schon 10 Goldbarren. Ja, geil. Wir sind reich. Also ein bisschen. Lass mich raten, irgendwas kostet hier mit Sicherheit 5000 oder so und wir haben eigentlich gar kein Geld. So, was können wir eigentlich als nächstes machen? Wir müssen als nächstes das Upgrade endlich bauen von unserem Lager. Was geht hier? Schuhe sind ein Problem. Okay. Steine und Bretter sind auch ein Problem. Okay, alles klar. Wir brauchen mehr Grundressourcen. Nüsse? Nussi! Hallöchen! Hi! So, wie schaut's hier aus? Sehen wir hier noch ein Reh? Tatsächlich alle weg. Da sind sie. Ja, nee. Freunde, hier ist nicht euer Zuhause. Hier wird auch ordentlich gearbeitet. Okay. Dann lassen wir das mal laufen. The Snake, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen auch hier im Stream. Hi. Ich weiß nicht, was ich zuerst zocken soll. Du, Nussi, im Zweifel, wenn du beide Spiele hast, ja, und beide Spiele vor dir liegen hast, dann, der Tag ist lang, ja, der Tag ist lang. Und du fängst mit einem in die Frühschicht an und machst das zweite Game einfach dann in die Spätschicht. Und dazwischen machst dann Chilling. Das ist immer gut. Das Spiel bietet sich super an, um es abends, wenn du so ein bisschen Füße hochlegst oder so. Und dafür ist es optimal. Perfekt ist das, ja. Habe genau ab Release 2 Wochen Urlaub. Na, Nussi, wenn das nicht der Plan ist. Wenn das nicht der Plan ist. Im Zweifel Tarkov? Ah ja, gut, okay. Das ist dann weniger Füße hochlegen. Und war nicht mal so geplant. Ja, perfekt, oder? Was kann es Schöneres geben als das? Gleich zu einem Release, der dich eh interessiert, dann auch noch Urlaub wäre mega. Oh, 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 oh. Was ist mit ihm? Das Schwein! Lauf! Nein, 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 Moment, Moment, Moment. Was mit ihm? Er schafft's nicht mehr. Er schafft's nicht. Da bin ich schuld dran. Dorfbewohner ist verwundet und wird bald sterben, wenn er nicht zur Heilkundigen gebracht wird. Oh nein! Wir haben keinen Heilkundigen. Wir haben sowas doch nicht. Wir haben dieses Heilkundehaus nicht. Auch verflucht doch eins. Ja gut, dann gehen wir gleich mal in die andere Vorbereitungsphase rein. Okay. Das war mein Fehler. Ich habe versehentlich geklickt und dann wollte ich ihn wieder wegholen und dann war es schon zu spät. Ach, guck mal, hier wächst unser... Ja, schau, das ist der Unkrautbestand hier. Also wir sehen hier, dass 63% Unkraut da sind. Okay, das mit dem Schwein hat es auch erledigt. So, hier wird ordentlich... Wir sagen jetzt mal Prioritätsgeschichte. Wollen wir auf jeden Fall auf Pfeile setzen und nicht auf Bögen. Bögen haben wir genug. Wir wollen mehr Pfeile haben. Pfeile sind wichtig. So. Okay, wir brauchen mehr Ressourcen. Hier wird Wasser gelagert. Das ist auch okay. Das sammelt sich ja auch. Das ist gut. Hier wird abgeerntet schon. Im Kampf verwundet. Ja. Ein Dorfbewohner schwer verwundet wird sterben. Ja, ich weiß, das ist der Kumpel hier hinten, den wir nicht retten können gerade. Nee, er ist gestorben. Okay.
Hier, verstorbener Dorfbewohner. An Wunden gestorben. Das, ja. Das war mein Fehler. Das, da bin ich dran schuld. Das tut mir leid. Ich wollte das nicht. So, bauen wir den Bereich noch mal ein bisschen weiter. Wir haben kein Holz, es ist gar kein Holz, ne? Ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob wir das Unkrautniveau Stück für Stück immer weiter runter bekommen. Also so auf vielleicht unter 60% mal bei Gelegenheit. Schauen wir mal. Der Kutscher! Punkt. Guten Abend zusammen. Noch 2 Monate, dann haben wir schon 2 Jahre überwältigt. Überwältigt? Kutscher, Dankeschön für 22 Monate schon. Gerne fette Ausrufezeichen Hype, meine Lieben. Danke vielmals für so lange Zeit schon wieder. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich spiele Reh. So. Oskalation, einen wunderhübschen guten Abend dir, hi. Ich hoffe, bei euch ist alles gut, ey, Kutscher, natürlich. Und bei dir? Ich hoffe natürlich auch. Ah, hier hinten haben wir ein bisschen. Hier haben wir auch nochmal Ton, das ist sau wichtig. Und Sand haben wir hier. Oh. Die Ecke wird noch interessant. Haben wir irgendwelche anderen Ressourcen? Bringt eure Toten raus. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten doch dran. Hier ist, was, hier ist Fisch? Ach, hier ist ein Mini-Tümpel. Guck an. Okay. Hier ist auch noch ein bisschen Stein. Eisen. Ah, okay, hier gibt es so eine Art Eisenader. Und Nüsse. Eisen und Nüsse. Best. Überhaupt. Bestes. Ja, Burns, ich denke immer, die werden so wie bei den. Ich vermute, dass sie das ähnlich wie in anderen Spielen auch handhaben, dass die, die im Winter nichts zu tun haben, wie die jetzt, die Bauern, die einfach fertig sind, dass die ohnehin dann in der normalen Arbeit tätig sind. Gehe ich jetzt einfach stark von aus, dass das so ist. Lass mal die Nüsse in Ruhe. Nix da, Nussi. Nix. Die kommen schön in den Rübenkeller. So. Auf dem Balkon mit Stream und Bierchen bei Sonnenuntergang. Was gibt's? Was Besseres gibt's nicht. Ey, das ist großartig. Das ist großartig. So muss das sein, ne? Ach, schon schön. So, was machen wir hier noch? Ja, theoretisch würden wir wahnsinnig viel Holz schlagen, ne? Praktisch ist das relativ. Ja, sobald wir Bauaufträge starten, und zwar etwas größere möglicherweise, stockt unser komplettes Abbausystem. Wir müssen dann gerade echt mal Piano machen, damit die auch wirklich mal die ganzen Bäume fällen können und so weiter. Oh, schon wieder ein Raubtier. Was ist denn jetzt mit ihm schon wieder? Der Wolf hat aber auch irgendwie einen falschen Moment sich ausgesucht, wenn er das halbe Dorf ist hinter ihm her.
praktisch wie immer zu viel Bauaufträge. Ja, wobei das ist jetzt halt ein Bauauftrag, den wir hier gerade machen. Das muss schon drin sein. Es ist auch drin. Da bin ich mir sicher, dass das okay ist. Es dauert halt einfach enorm lange, Bäume zu schlagen. Das merkt man halt auch, dass da hängt halt irgendwie quasi alles dran. Also an den Grundressourcen, die wir hier haben, die sind fast ein Ticken zu aufwendig, so einen Baum zu schlagen. Da, das könnte, also ich meine, dass das natürlich Aufwand ist, ist okay, ne? Aber hier hauen drei Leute auf den Baum ein, ja, und es kommt halt am Ende 9 Holz bei raus, das ist ein bisschen wenig. Also, ne, wenn du weißt, was ich meine. Das könnte für mich auch ein bisschen mehr sein, weil wir, also Stämme haben wir tatsächlich immer zu wenige. Hier liegen 7 rum, hier auch nochmal 7. Schauen wir mal, werden neue Kinder werden geboren. Also es ist ja nicht so, als ob wir nicht schon 15 Kleinkinder aktuell haben. 10 Kinder, 5 Kinder, 9 Jugendliche und gerade mal 20 Erwachsene und einen Senior. Wir haben auch tatsächlich ein bisschen Arbeitskräftemangel. Also einen krassen Arbeitskräftemangel. Das ist tatsächlich ein Problem. So, das ist unser Friedhof. Restkapazität 0 von 144 Leute passen da rein, okay. Wir haben aber auch, glaube ich, nur einen einzigen, der jetzt gerade aktuell dafür überhaupt in Frage kommt, das ist eh hier oben. Also, ich denke mal, das wird jetzt dann bei Zeiten erledigt. So, das Schwein ist erledigt. So, und das ist jetzt quasi der letzte Bauauftrag, sind diese zwei Wege, die hier gebaut werden sollen. Das sollte eigentlich auch ein bisschen kein Problem sein. Haben wir vielleicht auch zu wenig, wir haben 9 Arbeiter, das kann schon ein Ticken zu wenig sein. Wobei bei 20 Erwachsenen sind 9 Arbeiter tatsächlich jetzt gar nicht mal so wenig. Ja, die laufen jetzt alle heim, weil jetzt der Winter gleich losgeht. Nochmal schnell aufwärmen. Eimer, 65 Eimer. Das ist gut, also da ist Wasser auch auf Vorrat. Das ist 0 Brennholz. Ja, wir haben doch Brennholz. Schau mal, 151, kein Problem. Es sollte natürlich nicht noch weniger werden. Das dürfte nicht passieren tatsächlich. Fisch. 28. Schauen wir mal. Fischbestand 0. Dann reduzieren wir mal ganz kurz die Fischung. Wir haben eh so viel, ne? 392 Räucherfisch liegen bei uns in den Lagerstätten drin. Ja, und jetzt haben wir wieder, jetzt hat sich der Fischbestand wieder erholt. Dann können wir einen Fischer mal als Alibi reinsetzen, der Rest passt schon. Okay? Die anderen beiden Fischer lassen wir jetzt mal auf Standby. Wir haben genug Räucherfisch. Das ist jetzt gerade gar keine Notwendigkeit, da so voll reinzugehen. Das können wir auch mit weniger machen. Bisschen Holz, sehr gut. Wird aber auch wahrscheinlich relativ schnell auch gleich wieder verbraucht werden. Gehe ich mal stark von aus. Wird das hier unten eigentlich auch mal langsam fertig? Vielleicht? Nicht. Winter, kann nicht gefischt werden. Das macht ja aber gar nichts. Das ist überhaupt nicht schlimm. Wir haben jetzt 331 Fischbestand. Das kann sich auch ruhig ein bisschen erholen. Ja. Und wenn die im Frühjahr rausgehen, können die ja wieder fischen. Das ist gar kein Problem.
So, hier wird Holz geschlagen. Weiterhin Holz geschlagen. Okay. Ich dachte, die wären jetzt damit fast fertig. Ah ja, der Baum war es noch. Okay. Ja, für mich ist es fein, ne? Also wenn die jetzt ein bisschen Holz auch mal dauerhaft in die Lager bringen würden, wäre ich sogar noch happier. Rackermann, wunderhübschen guten Abend dir. Hallöchen. Hi. Na, ist gut? Na, was macht ihr? Holt ihr das Holz? Nee, ihr schlagt da weiter drauf ein. Okay. Hat sie ihr Holz dabei? Beruf? Blattgemüse? Nee. Beruf? Arbeiter. Ja, hat Holz mitgenommen. Okay, alles klar. Die nehmen also Holz mit. Ja, alles gut. Und bei dir? Ja, klar. Alles in Ordnung. Sitze machen, ne, bei der Wärme. Entspannt sitzen und ein schönes Spiel spielen. Ah, guck an, hier. 9 Stämme. 6 Stämme, ah, hat was geholt. Ja, okay, also es geht ein bisschen was, geht jetzt auch tatsächlich in die Verarbeitung rein. Und wird hier dann über den zentralen Verteiler geht das raus. Okay, sehr gut. Na gut. Und schon wieder weg. Alles schon wieder verbraucht. Kein Problem bei uns. Ja, okay. Da müssen wir jetzt ein bisschen... Da müssen wir tatsächlich ein bisschen gucken, dass wir weiterhin Holz reinbekommen. Das wird natürlich auch... Das geht natürlich auch klar hier rein, ne? Logisch. Die haben 3 Holzstämme sich gleich mal gesnackt, um hier weiter Holz zu verarbeiten, in Brennholz. Das ist ja auch wichtig. Das brauchen wir ja auch. So. Rackermann! Punkt. Vielen lieben Dank, Rackermann, für 30 Monate im Resub. Dankeschön auch dir für so lange Unterstützung. Danke vielmals. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Für so langen Support schon wieder. Ah, guck mal. Jetzt ist unsere Korbwerkstatt fertig. Jetzt werden hier Körbe produziert. Aus Weide. Und Weide produzieren wir tatsächlich ja hier unten irgendwo. Irgendwo hier. Da. Weide. Haben wir sowas wie Weide eigentlich irgendwie eingelagert? Nee, ne? Wir haben keine Weide. Dann. Stop it. Doch, die machen Weide. Die können Weide abfarmen. Sehr gut. Wir priorisieren mal diese 2 Weidestüpsel. Damit wir daraus Korb herstellen können. Ansonsten sehe ich es auch tatsächlich gerade gar nicht. Ey, was? Rackermann haut auf T3 raus? Ey, Rackermann, dankeschön nochmal für den mega harten Extra-Support. Danke vielmals für T3. Das ist sau lieb von dir. Das ist ein... Warte mal, gibt es nochmal einen ganz argen Liebeshype hinterher. Danke vielmals. Ja, wir haben schon wieder ein bisschen Kapazitätsengpass hier. Hier fehlt ein Arbeiter. Muss ich hier mal ganz kurz Kaumhahn reinpacken. Der ist jetzt der neue Kompostbeauftragte, ja, hier bei uns. Und kümmert sich um ordentlich Kompostarbeiten. Ja. Sein Traum war es schon immer, mit der Kompostkarre durch die Gegend zu fahren. Oh, endlich wieder steuern. Gut. Schöne Sache. Raubtier. Wo? Da. Wildschwein. Lauf, Rüdiger, lauf. Ich weiß nicht, er heißt nicht Rüdiger, aber könnte Rüdiger heißen. So. Scheiß Job. Jetzt sag doch sowas nicht. Das ist wichtig. Das ist quasi kritisch für unsere Felderwirtschaft, dass er das macht. Hier, guck mal. Sein Traum. Ey, Phil! Hallöchen. Wunderhübschen guten Abend. Hi. Hier, guck. Der räumt auf. Der kennt da nix.
Schön mit der Karre rum. Severin, wir haben einen Friedhof, aber es scheint wohl momentan einfach ein bisschen eine Problematik zu geben mit tragenden Leuten. Also entweder haben wir zu viele Jobs, die vorher dran wichtiger sind, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, er hat 25 Abfall dabei. Schöne Sache. Schöne Sache. Ach, guck mal, hier schon wieder so ein Wolf. Das halbe Dorf mit Axt und so weiter. Wir haben entweder zu viele Jobs gerade laufen, aber ich glaube das fast gar nicht. So, hier wird jetzt angepflanzt gerade Klee, um die Fruchtbarkeit des Feldes hochzubekommen. Der Felsbestand sinkt weiterhin ab. Mal gucken, ob das gut wird. Ich denke ja tatsächlich, dass wir das Feld gut in den Griff bekommen. Jetzt ist er weg. Da. Tatsächlich, die haben ihn begraben. Okay, das hat funktioniert scheinbar. Das hat einfach nur gedauert, ewig. Okay, ja, ist in Ordnung. Damit bin ich ja fein. Na, wenn die das machen, ist es okay. 154 Fleisch ist kaputt gegangen, schade. So, die Körbe, die laufen. Hier sind auch ordentlich Weide drinnen, okay. Mit zweimal Weide kann man einen Korb herstellen. Wird der verkauft? Oder nehmen die sich einfach Körbchen? Okay, Wasserstand ist hier auch niedrig. Ein bisschen Abfall da, kein Problem. So, was mit ihm hier? Er macht Schuhe. Okay, aus einem Fell macht er zwei Paar Schuhe. Also, ich denke mal, zwei Paar Schuhe sind damit gemeint. Aber wir gucken einfach. Ich denke, das klappt. Gut, hier schaut's gut aus. Hier haben wir Geld. Also im Lagerhaus liegt unser Geld drin. Das ist gut. Was soll schon passieren? Was kann schon passieren? So. Okay. Jetzt die große Preisfrage. Können wir ein Upgrade machen? Nö. Uns fehlen halt die Grundressourcen. Dann müssen wir jetzt mal ein bisschen... Wir müssen mal ganz kurz den Gürtel enger schnallen. Ja? Allesamt. Mal ganz kurz. Ja, um mal diese Ressourcen, die wir die ganze Zeit ja schon brauchen, endlich jetzt mal durchzuackern, ja. Das ist wichtig, dass wir das jetzt mal machen. Ich reduziere mal hier die Jobs auf 2, damit da ein bisschen weniger Stress ist. Wir haben halt unfassbar viele Kids. Das ist halt jetzt ein Riesenproblem gerade, dass wir so viele Kinder auch aktuell haben. Die verstopfen uns gerade so ein bisschen die Job. Möglichkeiten. 2 Senioren, 20 Erwachsene und wenn du die Kinder alle zusammenzählst, dann kommst du auf insane hohe Zahlen. Das ist nicht so gut. Ich glaube, wir brauchen uns da keinen Kopf bei den Tieren mehr machen. Das ist ein Bär sogar. Okay, das ist was Neues, dass der von der Seite kommt. Unsere Jäger sind dran. Hälfte schon runter. Er hängt die Jäger ab. Jetzt Vollgas. Na, jetzt aber noch einen. Noch einen. Jo, hat geklappt. Sehr gut. Gut. Okay. Okay, das sind alles noch Sachen. Alles, was hier so weiß umrahmt ist, hat einen Auftrag, abgerissen zu werden oder beziehungsweise weggeklopft zu werden. Das heißt, wir haben hier schon sehr, sehr viel, was wir demnächst nochmal platt machen wollen. Hier im Übrigen auch nochmal ein bisschen so kleinere Dinger rausarbeiten aus dem Ganzen, um das hier ein bisschen aufzulockern. Brauchen tun wir so oder so das Holz. Also Holz wegzuhauen ist nie ein Schaden für uns. Okay, hier werden auch schon Schuhe hergestellt, das passt. Beim Bogner schaut es auch gut aus, der hat auch Pfeile schon produziert. Hat auch jetzt mal Holz da, das heißt, der kann auch wieder Pfeile herstellen, was unsere Jäger freuen wird. Das war Bruno. Ja.
Okay, der Rest schaut insgesamt okay aus. Wir brauchen wie viel nochmal? 40 Bretter. Da sind wir schon auf Weg hin und die Steine sind halt immer noch nach wie vor schwierig. 5 Arbeiter frei aktuell. Okay, alles klar. Das ist in Ordnung. Ja, sie hier, die tragen Stein rein. Wo geht denn der ganze Stein aktuell eigentlich hin? Weil im Lager landet er ja nicht, ne? Da hinten, die Baujobs. Okay, alles klar. Da war hier noch eine Räucherei offen. Die war ja auch noch sauwichtig, dass wir die hinbekommen. Weil wir sehr viel Fleisch haben, das nicht geräuchert ist. Das wird jetzt hier halt auch verarbeitet. Und hier sind halt auch noch ein paar Restjobs hier wie die Gerberei. Die sind im Übrigen sauwichtig, dass wir die hier langsam fertig bekommen. Und wir kriegen noch mehr Kinder. Sind alle so glücklich. Die Gerberei ist doch wichtig, genau. Wir brauchen Felle. Und was können wir, was, wir stellen das, Felle stellen wir doch dann irgendwo her. Warte kurz, Ressourcen. Gerberei. Gerbt Tierfelle und stellt das, ja okay, alles klar. Damit produzieren wir Mäntel mit der Gerberei. Das ist natürlich sauwichtig, dass wir Klamotte nachproduzieren. Weil daran könnte es bei uns auch doch immer mal wieder liegen, ne? Ja, Kleidung ist nicht so unser Ding. Ja, okay. Dann ist das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Okay. Kommt Zeit, kommt Rat. Vielleicht. Nicht immer, aber manchmal. Okay. So, hier oben haben wir folgendes Problem. Hier oben wurde schon länger kein Wild mehr gesehen. Ja, das ist natürlich ärgerlich, ne? Die sollte aber eigentlich wild sein. Probieren das mal ein bisschen. Wir erweitern mal den Radius. Mal gucken, was passiert. Okay, also unsere kleine... Ach, guck mal, da läuft schon wieder ein Schwein durch. Ja, okay, das hat sich schon erlegt. Dorfbewohner an Würmer erkrankt. Kami ist an Würmern erkrankt. Eine Infektion mit parasitären Würmer kann zu verschiedenen Symptomen führen, darunter Bauchschmerzen, Erbrechen, Fieber, Hautausschlag. Würmer werden durch engen Kontakt oder durch Barfußlaufen verbreitet. Stelle sicher, dass Dorfbewohner Schuhe, Seife und sauberes Wasser haben und dass Abfälle in ihren Häusern entfernt werden. Seife ist tatsächlich ein Problem gerade, Chat. Wir können diese Seifendings da noch nicht herstellen, glaube ich, oder? Nee, können wir noch nicht herstellen. Das Seifendings kommt da noch. Weberei, Töpferei, Imkerei, Rüstungsschmiede, Seifensiederei, da. Das Ding brauchen wir. Und das geht aber erst in der nächsten Stufe. Das heißt, wir brauchen die Ressourcen. Wir müssen jetzt endlich mal die Ressourcen zusammensparen, die wir ja die ganze Zeit schon bräuchten. Und erst dann geht's weiter. Also, wir sind auf dem richtigen Weg. Es dauert halt einfach noch ein Schlückchen, weil wir einfach zu wenig freie Arbeitskräfte haben. Das ist so das Problem. Ich hoffe jetzt, dass die Jugendlichen und die Kinder langsam mal nachrutschen in dem Ganzen. Das wäre schon sehr praktisch. Das wäre sehr praktisch. Ah, Bewohner ist geheilt. Sehr gut. Hat er vielleicht auch Schuhe bekommen? Ich frage. Aus Gründen. Haben wir hier Schuhe eingelagert? Können wir hier Schuhe einlagern? Ja, hier können Schuhe rein, theoretisch. Ich denke mal, das ist jetzt einfach nur eine Frage der Zeit, bis hier Schuhe auch landen. Körbe können ja hier auch zwischengelagert werden. Wären sie aktuell ja nicht. Entweder weil die Leute sich sofort Körbe schnappen. Warte mal kurz, nehmen wir mal irgendeinen als Beispiel. Hier, Camilla. Camilla hat keinen Korb dabei. Jetzt hat Camilla Korb dabei. Okay, das ist natürlich jetzt die Frage. Dauert, also werden jetzt quasi, die, hier sind 7 Körbe drinnen. Wie lange hat Camilla denn die Körbe? Die hat sie ja nicht nur einmal. Nee, das ist jemand anders wieder. Hier. Ah, hier. Camilla, hier sie. Bauer.
wandert umher, arbeitsunfähig. Okay, warum arbeitsunfähig? Ah ja, okay, alles klar, verstehe. Es ist gerade nichts los ist. Die versorgt sich... Da, guck mal! Ihr Schweinebären! Da sind sie wieder! Ran an die Bulette! Als ob du kein hier findest. Kann ja wohl nicht sein. Ja, ja, ich weiß, sie fressen uns wieder alles ab. Okay. Tim, einen wunderhübschen guten Abend. Hi. So, hier werden Bögen, hier werden Pfeile produziert. Pfeile haben wir auch keine auf Lager, ne? Nee, kein einziges. Kann auch sein, dass die nie den Weg ins Lager finden, weil es einfach niemanden gibt, der dir darüber tragen kann. Das wäre natürlich auch ein Problem. Aber gut, wir werden sehen. Also unseren Leuten geht es ausgesprochen gut. Das muss man schon mal zusammenfassen. Also unsere Dorfbewohner lieben uns. Auch unsere Waldbewohner lieben uns. Na jetzt aber. Du wirst ja wohl jetzt welche finden hier. Ich sehe gar keine Wildtiere. Guck mal, hier soll ein Zaun gebaut werden. Ach, guck mal, da sind keine Wildtiere. Das ganze Feld steht halt voll, weißt du? Ja, ja, der Plan ist ja schon, das Ding einzuzäunen, aber jetzt kommt sogar noch so ein Schwein. Hier, du wirst doch wohl Arbeit haben. Meine Güte. Eine Rehzucht, ja, vielleicht auch das. Okay. Na gut. Was ist hier? 17% Kompost hier in dem ersten Speicher. Kann man dann schön rein. Hier schaut es auch gut aus. Also Kompostman. Ygra. Beliefert Markt. Ah, nee, ist die Marktfrau. Ja, ist schon ein bisschen ausgedünnt hier. Speicher neu laden. Ja, mal gucken. Mal gucken. Wo? Hier oben schon wieder? Ah, ein Schwein. Warum er jetzt allerdings weggelaufen ist, verstehe ich nicht. Ja, ja gut, hätte eigentlich noch geben dürfen. Er hätte eigentlich noch ein bisschen was mehr geben können. Aber naja, gut, okay. Holz wird jetzt direkt in die Verarbeitung reingeworfen, richtig? Richtig, okay. Also momentan haben wir so wenig Arbeitskräfte quasi, dass das Holz, was wir haben, direkt in den Spaltplatz zum Beispiel reingeht. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann senken wir mal ganz kurz unsere Erwartungen ein wenig und halbieren mal ganz kurz ein bisschen die Spaltkapazitäten hier. Wir brauchen ja auch Holz für zum Beispiel Bretter. Bretter ist wiederum wichtig für unser Upgrade. Das heißt, das ist wichtig, weil 40 Bretter brauchen wir schon. Das heißt, da gehe ich jetzt nicht ran. Aber ich hätte gern ein bisschen Holz auf Halde. Wenigstens ein bisschen. Ja, dass wir halt wissen, wir können halt so Bauaufträge mal fertigstellen oder sowas. Das heißt, wir machen jetzt ein Brennholz ein bisschen langsamer. Das sollte auch trotzdem funktionieren. Wenn nicht, stellen wir einfach wieder einen zweiten ein und dann wird das schon. Aber es wäre mir ganz recht, wenn wir hier aus dem Lager nehmen können und nicht jedes Mal von der Hand in den Mund leben müssen. Was extrem dämlich wäre. Wir brauchen einfach mehr Leute. Das ist die Quintessenz aus eigentlich allem. Und ja, es sind wieder neue Dorfbewohner geboren. Drei neue Siedler sind eingetroffen. Ja, jetzt haben wir einen Erwachsenen mehr von dreien. Was gut ist, was sehr, sehr gut ist. Arbeitskräfte haben wir vorher gehabt 30, arbeitsfähig sind 34. Das heißt, hier sind jetzt 8 Arbeitskräfte tatsächlich dabei, um Sachen zu machen, Dinge zu tun. Ja, ich bin doch sehr gespannt jetzt. Ja, hier werden auch ein bisschen Steine gerade rausgeklopft. Das ist okay. Diese Jobs sind ja priorisiert, weil wichtig, weil wir gar keinen Stein mal eine ganze Weile hatten. Aber gut, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die auch weg sind.
diese Aufgaben. Das ist auch spannend hier. Ja, aber hier sollten zwei eigentlich sein, ne? Also warum da null steht, warum die null haben gerade, ist mir, ja, ist auch nicht so ganz klar. Ich vermute mal, da ist, weil, also, mein, wir haben 8 freie Arbeiter und das sind 0 von 2. Also, wisst ihr, wie ich meine? Ich könnte ja hier 3 nehmen, aber... Ah, mal gucken. Hier, er hat, oder sie, hat einen Korb dabei. Und transportiert Nahrungsmittel. Okay, und nee, Steine transportiert sie. Tatsächlich. Hier. 3-mal Stein wird hier rumgetragen. Das ist gut. Sehr gut. Und unsere Leute sind hier sehr stark in den Wäldern unterwegs. Was auch gut ist. Wie gesagt, wir dünnen hier den Wald einfach Stück für Stück immer ein bisschen aus. Das Holz brauchen wir so oder so immer für allein schon Brennstoff. Wir könnten natürlich alles irgendwann später in den Kohlemaler reinschmeißen und am Ende die Kohle dann rausholen. Das ginge natürlich ebenfalls. Wahrscheinlich brennt das dann einfach viel länger und effektiver oder so. Aber ja, wir werden sehen. So, hier draußen ist unser kleines... etwas verstecktes Steinfeld. An dem sind wir hier gerade dran. Hier liegt auch noch ein bisschen Stein rum. Und da sind auch unsere ganzen Dorfbewohner immer sehr interessiert dran. Der nimmt zum Beispiel jetzt ein Wasser mit. Das Haus jetzt mit Wasser versorgt. Wir haben aktuell 80 Brennholz auf Lager. Die Häuser werden wahrscheinlich alle schon befüllt sein mit Brennstoffen. Das ist kein Thema dann. Muss man bloß aufpassen, dass das nicht weniger wird. Also weniger werden dürfte es auf keinen Fall. Marv, dankeschön! Punkt. Hallöle. Ey, dir natürlich ebenfalls ein wunderschönes Hallöle. Und dankeschön für deinen 13. Monat im Resub. Vielen lieben Dank auch dir für den Support. Dankeschön mit einem Ausrufezeichen Hype. Geht das natürlich auch immer. Deine Hypes sind dir sicher. So. 64%, das geht tatsächlich ganz gut eigentlich. Wir waren am Schluss irgendwie bei 67-68%. Wenn jetzt der nächste Wind, also wenn wir das jetzt wieder ein bisschen ausklamüsern, das kommt dann 2-mal in Folge. Das könnte tatsächlich so werden, dass das echt immer besser wird mit dem Feld. Dass wir das immer besser in den Griff bekommen. Glaube ich zumindest sehr. Oh, Andrea, das hört sich auch großartig an. Und Suselina, einen wunderschönen guten Abend, Hallöchen. So. Wir haben den Stein, den wir brauchen. Jetzt geht es nur noch um Holzbretter. Sehr geil. Wichtig, wichtig. Also richtig wichtig. Hier wird Holz ja auch verarbeitet gerade. Wir haben hier aber kein Brett übrig. Also es wird alles, was wir haben, wird irgendwo in die Verarbeitung reingeworfen, was extrem dämlich ist, dass wir so wenig Holz haben. Okay, pass auf. Machen wir mal ganz kurz Zwischenprios rein. Von den richtig großen Holzdingern. Oder vor allem von den Holzdingern, die halt hier rumstehen und im Weg sind. So, dann hat auch Holz mal eine kleine Prio, damit wir einfach auch mal die Stämme wegbekommen. Weil die holen sich das ja auch immer sehr, sehr arg.
Ja, genau. Dann gehen die jetzt nämlich da auch ran, holen mal Holz und dann kommt das auch langsam wieder in Fahrt. Na, wenn immer ein bisschen Holz verfügbar ist und wenn es auch nur einfach hier rumliegt, ja, dann können die sich immer ein bisschen bedienen, dann laufen die ganzen Fabrikationen nicht still. Oder stehen nicht still, sondern laufen permanent durch. Und das ist ja, oder wenn es auch nur langsam geht, aber es geht was. Und das geht jetzt auch richtig gut gerade. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Shadowker, Dankeschön. Vielen lieben Dank für deinen Primary Sub im 4. Monat. Danke dir. Sau lieb von dir. Danke vielmals. So, 9 Holz nehmen wir natürlich mit. So, machen wir hier mal ein bisschen eine kleine Querrodung. Das ist jetzt erstmal prioritätsmäßig deswegen wichtig, weil wir es einfach nur loswerden wollen, das ganze Zeugs. Und jetzt haben wir auch ein bisschen Holz. Das heißt, jetzt sollte sich das alles mal ein bisschen stabilisieren. Gucken wir mal, ob es klappt. Ich wäre ja sehr interessiert dran. Auch interessiert bin ich allerdings am nächsten Stream.